willkommen zu Sitgos First News. Letzte Woche kam wieder jede Menge Inhalt rein, den ich euch natürlich gerne zeigen möchte. Legen wir also gleich los. Der aktuelle Star Citizen Alpha Patch trägt immer noch die Nummerierung 3.9.1. Eine 3.10 ist leider noch nicht in Sicht, auch nicht bei den Evocatis. Der Gunner, ihr kennt ihn alle, hat angefangen seit ein paar Wochen zu streamen und würde sich riesig freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Es geht natürlich rund um das Thema Star Citizen. Mal wird diskutiert, mal wird kommentiert und mal wird einfach nur gezockt. Der nächste Frühshoppen-Termin findet morgen um 11 Uhr statt. Morgens natürlich, nicht abends, ist ja Frühshoppen, ne? Und schaut da einfach mal vorbei und lasst einen Gruß von mir da. Dann gibt es am Dienstag wieder eine Verse Night mit AstroSam und Mitch van Heiden. Und was soll ich sagen, das wird eine ganz besondere Sendung, Freunde. Denn ich habe einen kleinen Gastauftritt in dieser Sendung und werde ein bisschen mit den beiden schnacken. Natürlich gibt es auch wieder spannende Themen rund um Star Citizen und eine exzellente Musikauswahl von Mitch. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mir reinschauen würdet. Das Ganze startet übrigens um 20.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal von AstroSam Podcast und Streams und auf der Seite nerdsandgeeks.de. Beides verlinke ich euch selbstverständlich in der Videobeschreibung. Weitere Themen in der heutigen Sendung sind noch Q&A Origin G12 Rover. Da habe ich euch mal die wichtigsten und spannendsten Fragen und Antworten übersetzt. Dann gibt es noch den Star Citizen Monthly Report vom Mai 2020, übersetzt von unserem geliebten Korrespondent Khan. Dann gehen wir noch auf das Theater of War AMA ein vom 3. Juni. Dann schauen wir auf das Inside Star Citizen von letzter Woche oder von dieser Woche besser gesagt und das Star Citizen Live. Zum Schluss gibt es dann wieder ein kleines Roadmap-Update und ihr seht, wir haben jede Menge vor. Also, wir starten gleich durch. Wie gerade erwähnt, kam in der letzten Woche ein Q&A bezüglich des Origin G12 Rovers rein. Hier gab es ein paar spannende Fragen von der Community, die vorher ausgewertet wurden und einige davon habe ich euch mal rausgepickt. Zum Beispiel wird es möglich sein, die Raketen des G12A durch einen traditionellen Turm zu ersetzen. Die Antwort war hier nein. Der Raketenwerfer des G12A ist eine maßgeschneiderte, integrierte Lösung, die nicht gegen einen herkömmlichen Turm ausgetauscht werden kann. Zweite Frage, passt der G12 in den Hangar der Mercury Starrunner? Sehr spannende Frage auf jeden Fall. Ja, das Ziel ist es, dass der G12 überall hineinpassen soll, wo auch ein Ursa Rover reinpasst. Ne, somit heißt es ja auch mit anderen Worten, dass ein Ursa Rover in die Starrunner passt. Wusste ich noch gar nicht, ne? Vielleicht ist das auch schon bekannt. Finde ich auf jeden Fall super, ne? Muss da rein. So, nächste Frage. Wenn das Basismodell einen Turm, zwei Sitzplätze und nur zwei SCU hat, wie ist dies eine Konkurrenz zum Ursa? Naja, der Kompromiss zwischen SCU-Kapazität und Sitzen besteht darin, dass der G12 schneller ist als der Ursa Rover. Okay, der Ursa ist dafür langlebiger und besser für raues Gelände geeignet. Die G12-Serie eignet sich hingegen besser für weniger anspruchsvolle Erkundungen, bietet dennoch Allradantrieb und eine versiegelte Kabine. Naja, gut, okay, müssen wir mal sehen, was wir dann in Zukunft an Monden und Planeten irgendwie haben. Im Moment, finde ich, hört sich das mit dem Ursa Rover noch alles ein bisschen sicherer an, das Ganze. Gut, kommen wir mal zur nächsten Frage. Welche Schiffe enthalten bereits ein Fahrzeug der G12-Serie und kann dieses Fahrzeug auf eine G12R oder G12A-Version aufgerüstet werden? Also nochmal zur Erklärung, G12 ist halt der normale Standard-Rover, G12R ist der Racer und G12A ist praktisch der mit den Raketenwerfer oben drauf, ne? Ob das upgraded werden kann. So, die Antwort der Entwickler dazu ist, der Origin G12 gehört zur Standardausstattung der Origin 600i Explorer und kann innerhalb dieses Pakets nicht upgraded werden. Ah ja, okay. Dann kriegt also jede Origin 600i Explorer, hat einfach da zusätzlich schon so ein G12 mit dabei. Ne, diese normale Standardversion mit zwei SCU und dem Remote Turret obendrauf. Das ist doch schon mal ganz cool. So, nächste Frage. Kann der Raketenwerfer vom G12A Bodenfahrzeuge aufschalten? Na sichi, sagen die
Entwickler, ne? Total gut. Da muss auch sein. Was wäre ein hypothetischer Anwendungsfall für den EMP des Rennmodells? Ah, das ist eine sehr gute Frage. Da haben sich einige auch bei uns in der Community im Reststop gefragt, was ein Rennmodell mit einem EMP soll. Hier die Antwort der Entwickler. Außerhalb von einem Rennen ist der EMP zur Selbstverteidigung gedacht. Na gut, wer hätte das gedacht, ne? Während eines Rennens kann er verwendet werden, um Konkurrenten für einen bestimmten Zeitraum zu deaktivieren, um einen Vorteil zu erzielen. Tja, Leute, ne? Wie ich euch gesagt habe, die Bananenschale, ne? Ihr erinnert euch. Kommen wir zur nächsten Frage. Werden die Reifen der verschiedenen G12-Modelle in unterschiedlichem Gelände unterschiedliche Fahreigenschaften ausweisen? Und können wir die Reifen zwischen den Modellen tauschen? Hier die Antwort dazu. Die Reifen bieten unterschiedliche Fahreigenschaften und sollen später zwischen den einzelnen Varianten ausgetauscht werden können. Naja gut, Reifen wechseln halt. Ne, geht auch noch im Verse. Welche Abwehrmaßnahmen hat die Kampfvariante? Der G12A ist mit dem gleichen Gegenmaßnahmen ausgestattet wie die Raumschiffe, was derzeit unter Bodenfahrzeugen einzigartig ist. Auf diese Weise können Countermeasures abgefeuert werden, um Raketen und Torpedos abzuschütteln. Na ja gut, also mal gucken, wie das funktioniert. Wird der Racer eine Möglichkeit für einen extra Boost bekommen, wie wir das ja zum Beispiel von dem Cyclone RC kennen? Und die Antwort dazu, auf jedensten. Nächste Frage. Wird es im G12 einen Platz für einen zusätzlichen Anzug geben, einer, der extreme Temperaturen aushält, also ihr wisst schon, diese fetten neuen, ja? Oder können wir später in einem größeren, sperrigen Anzug fahren? Die Antwort, im G12 ist kein Platz für ein Anzugsschließfach, nur Waffenregale, da der Innenraum weitgehend auf das Cockpit und die Sitzplätze beschränkt ist. Da es sich bei dem Fahrzeug jedoch um eine versiegelte Umgebung handelt, können Sie auf Wunsch bei normaler Temperatur in normaler Kleidung herumfahren. Ja, gut. Das Fazit von diesem ganzen Q&A ist für mich jetzt erstmal der Osa Rover, ja, top. Der hier ist eher was eher für ein Freizeitvergnügen. Ne, vielleicht so auf so einem Urlaubsplaneten, mal so von Hotel zu Golfplatz fahren. Ja, viele Sachen, die hier jetzt beantwortet wurden, sagen mir eigentlich so, dass das alleine schon, dass man keinen Anzug, so einen Extremtemperaturanzug dabei haben kann. Ja, warum habe ich denn ein Bodenfahrzeug, was ein Explorer ist? Ja, das ist ja irgendwie. Macht ja nicht so einen Sinn. Naja, mal gucken. Wir warten einfach mal ab. Dieses Q&A ist ja auch dazu da, dass die Entwickler nochmal drüber nachdenken. Das ist ja auch oft schon vorgekommen, dass sie nochmal ein Konzept über den Haufen werfen oder nochmal anpassen. Ne? Die finden das ja jetzt raus. Was will die Community? Was erwartet die Community? Und wir müssen einfach mal abwarten. Das wird schon. Ne? Gehen wir zum nächsten Thema. Mitte der Woche kam der Star Citizen Monthly Report raus vom Mai 2020. Da ist ja immer so ein bisschen Rückblick, was war in der Entwicklung, was ist passiert. Ja, so ein bisschen mehr transparent in die ganze Sache. Und ich fand das Ganze ziemlich cool, muss ich sagen. Und dann habe ich den Korrespondent Kahn gebeten, das zu übersetzen, wenn er da Zeit zu hat. Er hat natürlich sofort zugesagt, guter Mann, ne? Und hat sich da mal die interessantesten und spannendsten Fragen rausgesucht, beziehungsweise nicht Fragen, sondern das ist eher so, dass die einzelnen Abteilungen, so kommt es mir jedenfalls vor, praktisch so eine Art monatlichen Report abgeben müssen und die werden dann einfach untereinander gehängt. Das ist auch vom Schreibstil ein bisschen unterschiedlich. Mal reden sie von dem Team, mal reden sie von einzelnen, ja, wie gesagt, wenn ihr es wissen wollt, lest es euch mal durch. Ich glaube aber, das sind wirklich einzelne Reports der Abteilung, die hier abgelichtet werden, was erreicht wurde in dem Monat. Und es sind echt coole Sachen. Auch Sachen, die man schon wieder vergessen hat, die mal in einem Inside Star Citizen vorkamen. Viele Sachen über in die Invictus Lounge Suite. Wir hören einfach mal rein. Korrespondent Kahn, bitteschön, das Mikro gehört dir. Ich danke dir, Sitko, und begrüße euch zum Star Citizen Monatsbericht für Mai 2020. Legen wir los. Punkt 1 ist der KI-Kampf. Wir starten wie gewohnt mit dem KI-Kampf. NPCs sollen sich wie echte Spieler anfühlen. Zu diesem Zweck begannen sie, den Item-Provider-Ansatz zu verwenden, um Verwendungsmöglichkeiten für Munitionskisten zu erstellen. Auf diese Weise können NPCs Elemente auf der Welt finden, die sie mit Magazinen oder anderen Arten von erforderlichen Munitionen versorgen. Sie werden auch in der Lage sein, Taktiken anzuwenden, bei denen sie sich nach Bedarf den Munitionsquellen nähern müssen. Das Team möchte auch das Nachladen zu den richtigen Zeiten unter verschiedenen Bedingungen ordnungsgemäß auslösen. Während des Vorrückens können NPCs beispielsweise schießen und automatisch nachladen. Kommen wir zum nächsten Punkt, die KI der Schiffe. Die Großschiffe tauchten über Quantumreisen auf und folgten einem Pfad, der zu ihrem jeweiligen Docking Hub führte. Die Eskortjäger flogen in flüssiger Form nebenher und wechselten regelmäßig ihre Position.
Wenn ein feindliches Schiff anwesend war, attackierte die Eskorte dieses, während die Großschiffe ungestört auf ihre Andockwege weiterflogen. Sobald die Eskorte die grüne Zone um die Station betreten haben, hören sie auf, sich mit dem Schiff zu beschäftigen und gruppieren sich neu. Sobald sich der Konvoi in unmittelbarer Nähe der Station befand, kontaktierten die Begleitschiffe das ATC, um eine Landeerlaubnis zu erhalten und ließen sich ihre Pads zuweisen. Das Ganze konnte man dieses Jahr in der Invictus Lounge Week im Orbit von Hurston sehr schön beobachten. Kommen wir zur KI der NPCs. Das Social AI Team hat die erste Bearbeitung des Barkeepers abgeschlossen. Neben der Bereinigung von Animationen und Verhaltensweisen wurden verschiedene Teile des Gesamtsystems optimiert. Sie haben beispielsweise Probleme behoben, wenn zwischen mehreren verwendbaren Elementen auf dem kürzesten Weg zwischen Eingangs- und Ausgangsposition gewechselt wurde. Derzeit können Kunden verschiedene Getränke bestellen und konsumieren, sowie die Kabinen und Sitzplätze rund um die Bar nutzen. Die Arbeit am Barkeeper und breiteren Anbieterverhalten hat dem Team geholfen, die Slotting- und Routing-Funktionen stabiler zu gestalten, da diese Szenarien das nutzbare System bei allen angebotenen Funktionen stark belasten. Für die Patrouillentechnologie führte das Team eine verbesserte Debug-Zeichenfunktion ein, mit der Designer das Verhalten im Launcher und im Editor untersuchen können, wenn Pfade in Objektcontainern platziert werden. Sie haben auch mehrere Animationsprobleme behoben. Das überarbeitete Tactical Points System, kurz TPS, und das neue Tactical Target System, kurz TTS, befinden sich jetzt im gemeinsamen Entwicklungszweig und sind auf dem Weg zur Veröffentlichung in Alpha 3.10. Während der kommenden Sprints wird das Team damit beginnen, die älteren Knoten für die Zielauswahl durch das neue TTS-System zu ersetzen, um eine genauere Kontrolle über die Auswahl der NPC-Ziele zu geben, unabhängig davon, ob sie zu Fuß oder in der Luft unterwegs sind. Kommen wir zur Animation. Im vergangenen Monat half das Animationsteam bei der Entwicklung von Körperschleppen, Werfen und Niederwerfen. Sie animierten auch das Nachladen und Fehlfunktionen von Waffen für spezielle NPCs, vollendeten den Vendor-Look-Death und die Fortbewegung und animierten Aktionen, damit die KI allgemein Inspektionen durchführen, Kisten bewegen und Hangaraktionen abschließen konnte. Die Arbeiter an Sitzplätzen für Großraumunternehmen, Bar-, Gästen-, Barkeeper-Animationen und Holoclope-Aktionen wurden ebenfalls fortgesetzt. Grundlegende Verbesserungen wurden im MoCap-Prozess vorgenommen, beispielsweise die Entwicklung des Motion-Builder-Skeletts und des neuen Take-Auswahl-Tools. Kommen wir zur Umwelt. Das Environment Art Team hat seine Arbeit an Pyro 1 und 2 abgeschlossen. Obwohl die Planeten noch nicht vollständig sind, haben sie alle erforderlichen Zutaten und warten derzeit auf die Shader-Funktion und mehrere Polierdurchläufe. Das Team plant und zerlegt derzeit seine Aufgabe für Pyro 3 und 4, wendet die während der Produktion die ersten beiden Planeten gesammelten Daten an und formt Assets, um visuelle Ziele für die verschiedenen neuen Biome zu erreichen. Weiter geht's mit dem Aussehen der Schiffe. In Großbritannien baut das Team die Crusader Hercules weiter, die jetzt über Fahrwerk, Schlafzimmer und einen Aufzug verfügt. Derzeit werden Fortschritte bei der großen Laderaumtür und dem Korridor zur Brücke erzielt. Zwei bisher angekündigte Schiffe sind von der internen Konzept zur Entwicklung übergegangen und stehen kurz vor dem Erreichen der Whitebox-Überprüfungsphase. Eine brandneue Schiffsserie erreicht den Meilenstein der vollständigen Greybox, wo sie ihr definiertes Material erhalten wird. In den USA wurden die Trey Cutters Blue, die Anvil F7A MK1, F7A MK2 und F8 Lightning für die Invictus Launch Week vorbereitet. Sie erstellten auch neue Skins für mehrere Militärschiffe und überarbeiteten das Armaturenbrett der F7A MK2. Bei der Crusader Mercury wurden Fortschritte erzielt, wobei die Greybox-Arbeiten für die Triebwerke, die Rampe und die Unterebene sowie den Serverraum durchgeführt wurden. Kommen wir zum Aussehen der Waffen. Im Mai stellte das A-Team die neueste ballistische Gatling-Waffe von Baring fertig. Während der endgültige Look für den Baring S-12-Torpedo fertiggestellt und Audio und VFX übernommen wurde. Für FPS-Waffen wurden die Arbeiten am Gemini C54 SMG abgeschlossen. Der endgültige Look für das Atzkaff-Scharfschützengewehr von Lightning Bolt & Co. wurde abgeschlossen, während die Baring BR-2-Schrotflinte ebenfalls kurz vor der Fertigstellung steht. Ein neuer UI-Grafiker trat dem Team bei und begann mit der Überarbeitung des Gemini Branding Style Guides, der zu einer neuen Building Blocks UI für die Munitionszähler F55 und R97 führte. Kommen wir zum Audio. Das Audio-Team unterstützte diesen Monat verschiedene Funktionen, darunter Musik und Ambiente für die Factory Line Shops sowie allgemeine Audio-Unterstützung für die Invictus Lounge Week. Sie arbeiten auch an Javelin, Idris, Lightning, Hornet und der Cutlass Blue. Kommen wir zur Community. Das Community-Team startet den Monat mit der Begrüßung von neuen Spielern. Wenn sich neue Spieler mit dem Empfehlungscode eines vorhandenen Spielers anmelden, erhielten beide einen Craycat-Buggy. Viele neue Rekruten wurden auch im Rahmen des Invictus Free Flight Events begrüßt und unterstützt.
Sie unterstützen Invictus auch mit zwei Community-Wettbewerben. Für den Rekrutierungsplakat-Wettbewerb wurde die Community gebeten, ein Plakat zu entwerfen, um Kadetten zum Beitritt zur UEE Marine zu inspirieren. Der Videowettbewerb forderte die Spieler auf, ihre Fähigkeiten bei Flugdemonstrationen unter Beweis zu stellen, bei denen es um Präzision und riskante Tricks ging. Kommen wir zum Gameplay. Ein Großteil des Gameplay-Feature-Teams wurde für die Unterstützung von Updates für Arena Commander, Star Marines, Theater of War und die Invictus Launch Week aufgewendet. Sie haben auch die ersten Implementierungen der neuen Player-Trading-App abgeschlossen, die in Kürze übers Mobiclass im Spiel verfügbar sein wird. Kommen wir zu den Fahrzeugen. Das Vehicle-Feature-Team schloss seine Arbeit am kommenden Alpha 3.10-Patch weiter ab. Dies beinhaltet eine neue Aerodynamik in der Atmosphäre, die mehr Tiefe und unterschiedliche Verhaltensweisen zwischen Fahrzeugen ermöglicht. Diese Änderung hängt eng mit dem lang erwarteten Merkmal der Triebwerkswirkungsradkurve zusammen. Wenn beide starten, verhalten sich die Schiffe in der Atmosphäre im Vergleich zum Weltraum völlig anders. Kommen wir zur Grafik. Das Grafikteam konzentrierte sich auf Fehlerkorrekturen in einer Vielzahl von Rendering und verwandten Systemen, was typisch für eine Hauptversion ist. In weiteren Schwerpunkten gegen Ende des Monats war die Leistung, wobei mehrere wichtige Probleme gelöst wurden und einige weitere im Begriff sind, abgeschlossen zu werden. Die meisten Leistungskorrekturen bezogen sich auf die übermäßige CPU-Auslastung bestimmter Frames, was zu einer spitzen und inkonsistenten Framerate führte. Eine wichtige Leistungsänderung bestand darin, die Textauflösung auf Computern ohne ausreichende Videospeichern anzupassen, um das Spiel in voller Qualität auszuführen, insbesondere bei sehr hohen Auflösungen. Kommen wir zur Beleuchtung. Die Beleuchtung hat einen Teil des Monats damit verbracht, die Invictus Launch Week zu unterstützen, einschließlich des neuen Sicherheitshalsbandes an den Raumstationen und das Thema für das Bavik Convention Center von Area 18. Anfang des Monats arbeiteten sie an Beleuchtungsaktualisierung für mehrere ältere Standorte. Die L19 Landezone von Lorville wurde mit einigen der neuen Renderfunktionen aktualisiert, darunter Laufzeitsonden und Tag- und Nachtlichtgruppen-Setups zur Erdung der Umgebungsbeleuchtung. Karree wurde mit Hilfe aktueller vorgefertigter Beleuchtungsworkflows aktualisiert, sodass Teams zukünftige Beleuchtungsdurchläufe schneller durchlaufen und die Beleuchtung über den gesamten Standort hinweg konsistent halten können. Für neue Inhalte begann das Team mit der Beleuchtung der neu erweiterten Bereiche von Krimhex, einschließlich des Außenbereichs in den Hangars. Derzeit arbeiten sie an den kommenden Hightech-Hangars in New Babbage. Kommen wir zur Geschichte von Star Citizen. Im letzten Monat wurde die Invictus Launch Week in die Geschichte von Star Citizen aufgenommen. Sie arbeiteten eng mit den vielen anderen Teams zusammen, um diese Ereignisse zu feiern, der UEE Marine im Bavik Convention Center in Area 18 zum Leben zu erwecken. Nach Abschluss der Alpha 3.9 Arbeiten wechselte das Team zu den Aufgaben für die Alpha 3.10 und unterstützte die bevorstehende Ergänzung zu New Babbage und Krimhex. Sie trugen auch zur jüngsten Ankündigung des Origin Jumper G12 bei. Kommen wir zu den Requisiten. Das Props-Team unterstützte PU-Standorte, die Barkeeper-KI und arbeitete mit Animationen zusammen, um das tragbare Griffsystem neu zu faktorisieren. Sie unterstützten auch die Invictus Launch Week mit Holoprojektionen, 3D-Logos und Bannern. Kommen wir zu QA, also der Qualitätssicherung. Der Schwerpunkt von QA im Mai lag auf der Veröffentlichung der Invictus Launch Week und dem Testen von Theater of War. Die Hauptaufgabe jedes Einzelnen war, Stress und zerstörende Tests ohne Probleme hervorzubringen. Die Standortseite des Teams konzentrierte sich auf die Hinzufügung von Rastplätzen mit niedriger Umlaufbahn und achtete genau auf die Sperrbereiche, in denen Javelin und Idris anlegen. Sie setzten auch die Standardtests für jeden Standort fort und unterstützten das LZ1 Standortteam bei der Implementierung und Aktualisierung der Funktionen. Kommen wir zur technischen Animation. Tech Animation hat vorhandene Assets überarbeitet, um die jüngere Codeänderung zu unterstützen, und tausende von Assets retuschiert, um deren Qualität und Eignung sicherzustellen. Sie haben auch maßgeschneiderte Assets erstellt, um die Meilensteine des Unternehmens zu feiern. Kommen wir zur Technik der Fahrzeuge. Neben der Arbeit an einem bevorstehenden Feature für die Alpha 3.10 hat das Team mehrere neue Schiffsskins fertiggestellt und implementiert. Die Arbeiten und Aktualisierungen der Fahrzeugzustandsmaschine wurden fortgesetzt, damit Zustände sowohl automatische als auch vom Spieler instanzierte Interaktionen auslösen und von diesen ausgelöst werden können. Die Entwicklung des Lebenserhaltungssystems wurde fortgesetzt, was zu einer funktionierenden Element führen wird, das den Fahrzeuginnenraum drucklos machen oder wieder unter Druck setzen kann. Die endgültige Interaktion der animierten Dashboard-Schaltfläche wird abgeschlossen, um vollständig animierte, interaktive Schaltflächen im Gladius-Cockpit zu ermöglichen. Die langfristige Persistenz von Elementen wurde verbessert und in der NOC-Oberfläche integriert, um sie für Mitglieder des Nicht-Entwicklungsteams zugänglicher zu machen.
Sie können jetzt auch mehrere Instanzen von Diensten gleichzeitig ausführen, um den Spielern eine bessere Erfahrung bei Ereignissen mit Spitzenlast zu bieten. Kommen wir zur UI, der Benutzeroberfläche. Im letzten Monat hat das UI-Team der Star Map einen Marker hinzugefügt, um Spieler auf die Invictus-Flotte zu verweisen. UiTech hat das 3D-UI-System weiterentwickelt, das das alte Flash- und Engine-basierte System ersetzen wird. Zu den eingebetteten Arbeiten gehören Fortschritte bei der Schiffsausrichtung, eine Aktualisierung des Inventars und verschiedene Bildschirme für neue Umgebungen. Kommen wir zur VFX. Im vergangenen Monat konzentrierte sich das Team auf die Ergebnisse der Invictus Launch Week Alpha 3.9.1 und der kommenden Alpha 3.10. Dazu gehörten S-12-Torpedos, eine S-7-Laserkanone, ballistische Waffentechnik S-4 und C-5-4 sowie der QED-Effekt für die Cutlass Blue. Bei den bevorstehenden Elektroenergiewaffeneffekten wurden Fortschritte erzielt. Das visuelle Prototyping für Brandgefahren wurde fortgesetzt und das voxelbasierende Code-Prototyping begann. Die Codeseite von VFX implementierte mehr und neue Verbesserungen des Partikelsystems, einschließlich GPU-Bändern und Alpha-Erosion. VFX TechArt hat die Überprüfung des Fragment-Tools abgeschlossen. Einige Probleme müssen vor der Einreichung behoben werden, aber es ist derzeit in hervorragendem Zustand. Die Arbeiten am Houdini PFX Textblattgenerator haben begonnen. Das ist ein Tool, das eine Rauchsimulation erstellt und den diffusen, normalen Alpha- und optischen Flussdurchlauf rendert. Dies stabilisiert das Bild innerhalb des Rahmens, um den Texturraum zu maximieren. Ja, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche im Verse, bleibt mir gesund und ich gebe zurück zu Sitgo in die Herald. Vielen Dank, mein Lieber. Wir kommen zum nächsten Thema. Gestern im Laufe des Abends kam dann noch das Seer of War AMA Recap reingerauscht. Ja, das AMA heißt übrigens Ask Me Anything. Ja, das muss man auch immer wissen, sonst wundert man sich die ganze Zeit, was heißt denn AMA überhaupt, ne? Und hier wurden zum Thema Seer of War am 3. Juni im Spektrum diese vier Entwickler ausgehorcht. Und die mussten oder haben dann die Fragen beantwortet von der Community. Wir haben es leider nicht mehr geschafft zu übersetzen. Das wird wahrscheinlich dann eventuell im Laufe der nächsten Woche kommen oder auch erst zum nächsten Samstag der Verse News. Na, müssen wir mal schauen, wie wir das schaffen. Ich möchte aber trotzdem mal auf die erste Frage eingehen, weil ich sie ganz spannend frage. Vielleicht machen wir auch noch die zweite. Mal gucken, ne, wie ich Lust habe. Auf jeden Fall, in der ersten Frage heißt es, was hat sich geändert zur letzten CitizenCon 2019 und den Evocati-Tests, die ja noch gar nicht lange her sind. Also was hat sich bis jetzt so getan? Weil wir haben ja nichts mehr gehört. Ne? Und hier antwortet John Tracy, dass der CitizenCon oder die CitizenCon-Basis ja noch auf der 3.9 basierte. Ja, das hat sich natürlich enorm weiterentwickelt. Zum Beispiel kam Planet Tech V4 dazu. Das ist natürlich mit reingeflossen. Und das ganze Physiksystem musste angepasst werden. Dann haben sie natürlich auch noch andere Sachen mit reinbringen können, wie zum Beispiel hier steht was von Microtech. Ja, sie sind irgendwie, haben vom Planeten Hurston auf Microtech gewechselt. Vielleicht gibt es auch später verschiedene Maps, ja, dass man sagen könnte, hier zum Beispiel, oh, heute mal Snow Map, ne? Weiß man ja nicht. Und auf jeden Fall wird hier nochmal erzählt, dass es enorm viele Änderungen gab und dass es natürlich im Laufe der Entwicklung unheimlich schwer ist, das alles irgendwie immer zu feedbacken. Da müsste es ein eigenes Team für einstellen, damit die hier ordentlichen Feedback geben, dass das auch jeder versteht und zufrieden ist. Das ist fast unmöglich. Ne? Auf jeden Fall, um das nochmal ganz kurz zu klären, falls ihr das nicht kennt, Seer of War wird eine Art Battlefield werden, was das Star Marine, also den FPS-Shooter und Arena Commander, das Kämpfen mit Raumschiffen, vereinen wird. Ja, das wird irgendwie so und so, das wird Bodenkampf sein und dann wird man auf dem Boden dann in ein Fahrzeug steigen können, da rumfahren können, ballern können, irgendwelche Gebäude einnehmen, dann wird man auf dem Boden noch in Raumschiffe einsteigen können, wird dann auch noch auf dem Boden rumballern können. Wenn man dann sagt, ach komm, ich muss jetzt mal oben zu der Raumstation, die dann natürlich auch ist in der Map, kann man da hochfliegen, muss da noch was ausschalten, das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache werden. Na, da freue ich mich richtig drauf, wird geil, freuen sich einige drauf. Gut, ich mache noch die zweite Frage. Hier steht, wird sowas kommen wie Medical Engineer oder Support-Rollen. Ne, werden wir halt nur FPS-Kampf machen oder werden wir auch Supporter-Rollen irgendwie in jeglicher Art irgendwie bekommen können? So, oder wird das kommen? So, und hier schreiben die Entwickler das, oder schreibt hier der Jonathan Jerkovicius,
ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich nehme ihn einfach Johnny. Ja, hier sagt Johnny, dass sie da auf jeden Fall nachdenken werden und dass sie das auf jeden Fall auch reinbringen werden. Das haben sie auch vor, da haben sie auch Bock drauf. Aber diese Mechaniken sind halt einfach noch nicht ausgereift, wie zum Beispiel das Medical Gameplay. Ja, sobald das im PU funktioniert, wird das auf jeden Fall auch mit Sierra of War in Zusammenhang gebracht werden. Das wird auf jeden Fall passieren. So, Freunde, auf jeden Fall, ihr seht, hier sind noch eine Menge weiter Fragen und das würde wirklich, wir würden hier Diverse News über eine Stunde haben, wenn wir das so alles übersetzen würden. Deswegen werden wir das, denke ich mal, in einer gesonderten Sendung mal machen. Das wird vielleicht, wenn ich Glück habe, auch Korrespondent Kahn wieder übernehmen. Der macht das ja super und ich freue mich da auf jeden Fall drauf und bin gespannt. Ich habe selber auch noch nicht komplett durchgelesen, was wir da noch alles erwarten werden. Und bin auch gespannt, wann das dann endlich mal für uns zum Testen in die Beta geht. Ne? Warten wir es mal ab. Das soll es erstmal gewesen sein für das AMA. Wenn ihr die weiteren Fragen noch lesen wollt, müsst ihr auf die Seite im Spektrum gehen. Ich verlinke euch das natürlich. Wir machen auf jeden Fall jetzt weiter mit der dieswöchigen Episode Inside Star Citizen. So what sucks about the current implementation of restricted areas is that diese Sendung bestand wieder aus zwei Teilen und trug den Titel Stick and Landing. Im ersten Teil erfahren wir von David Coulson mehr über die Entwicklung der Flugverbotszonen über unseren Landezonen, ja, wie Lorville oder Area 18. Da ist es ja so, dass wir, wie gesagt, diese No-Fly-Zone haben und das wird natürlich immer weiterentwickelt und hier gab es jetzt ein bisschen Info dazu. Hier wurde uns zu Beginn nochmal gesagt, warum so eine Zone überhaupt wichtig ist. Ja, das haben wir ja schon mal gesagt bekommen, aber das sollten wir uns auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, denn es gibt ja Bereiche, die müssen einfach kontrolliert, geordnet und organisiert werden. Sonst bricht da halt heides Chaos aus. Ne? Wurden hier zwei wichtige Punkte genannt. Der eine ist halt, dass zum Beispiel kein verrückter Sonntagspilot auf die Idee kommt, in die Fußgängerzone zu ballern. Ja, während wir gerade in Kasaba sind und eine Mütze aufprobieren. Na, da kommt da einer mit einer Gladius durch. Das geht halt nicht. Ne, das müssen sie halt irgendwie verhindern. Und der zweite, auch sehr wichtige Punkt, ist, dass natürlich die Ausarbeitung der Landezonen in den Städten aus Performancegründen auf einen sehr, sehr niedrigen Level gehalten werden müssen. Ne, sonst würde das Spiel einfach unspielbar sein. Und wenn wir da jetzt wirklich bis runterfliegen würden und würden uns das genau angucken, würde das halt einfach nicht cool aussehen. Deswegen müssen sie das halt so ein bisschen abschotten durch so eine No-Fly-Zone. Das ist so ein bisschen Mittel zum Zweck. Ne, kann man auch verstehen. Dann wurde uns ein neues sogenanntes Leitsystem vorgestellt, was wir nun durchqueren müssen, um zu unserem zugewiesenen Hangar zu kommen. Verlassen wir zum Beispiel diesen Spline, diesen zugewiesenen Spline, werden wir wieder automatisch zurückgesteuert. Na gut, ja, geht. Ne? Ich habe das, als ich das live gesehen habe, dachte ich, oh Gott, was ist das denn? Das will ich nicht. Ne? War so meine erste Reaktion. Ich musste sofort an irgendwie so ein altes Computerspiel denken, wo man durch so einen Tunnel fliegt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das gab es aber auf jeden Fall. Ne? Und für mich war das irgendwie ein Rückschritt, dass ich gar nicht selbst entscheiden kann, wie ich zu meinem Hangar fliege. Ich komme da an, drücke Landerlaubnis und dann sagt mir das Spiel, da musst du jetzt lang fliegen. Ne, sonst darfst du das nicht. Und wenn ich das verlasse, dann werde ich wieder zurückgeleitet automatisch. Abgesehen davon bin ich eh kein Fan von diesem automatisch Zurückleiten. Das ist für mich irgendwie, ich hoffe, das ändern sie noch. Und ich glaube sogar, gelesen zu haben, jetzt schon, dass das so nicht kommen soll. Also es soll wohl so sein, dass wir erstmal einen größeren Bereich kriegen, den wir durchfliegen müssen. Und zweitens werden wir, wenn wir diesen Bereich verlassen, werden wir eine Warnung bekommen und werden dann eine Geldstrafe bekommen, wenn wir nicht innerhalb von 10 Sekunden wieder da reinfliegen. Wenn wir das nicht tun, werden wir ein Crime-Stat bekommen, dann werden sich Wachen aufmachen. Wenn wir dann das immer noch nicht tun, werden wir ein Dreier-Crime-Stat bekommen und die Wachen werden uns wahrscheinlich erschießen oder gefangen nehmen. Und das finde ich in Ordnung. Ja? Und im Grunde genommen mit einer Nacht drüber schlafen, zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, ging auch sofort ein paar Minuten später eine Diskussion in unserer Community im Reststop los und da wurde heiß diskutiert, es wurden Pros und Kontras genannt, es gab welche, die fanden das super, es gab welche, die fanden das überhaupt nicht gut und ja, mittlerweile muss ich sagen, finde ich es gar nicht so schlecht, ja, dann hat man so ein bisschen Orientierung
Formatierung, ein bisschen Ordnung. Einer sagte noch im Reststop, was er halt viel cooler finden würde, wenn man zum Beispiel die Landeerlaubnis nicht einfach irgendwie annehmen oder beziehungsweise nicht irgendwie rufen müsste, sondern sie nur annehmen müsste. Dass man gefragt wird, hallo, willkommen in Area 18, möchten Sie landen? Und man drückt dann einfach nur Ü oder sonst was und da kriegt man eine Landeerlaubnis. Ja, oft wird man halt aus dem Flug geholt, außer man nimmt jetzt den Cruise-Mode, macht den Cruise-Mode an, dass man automatisch fliegt, ansonsten muss man ins Mobiglas oder sonst was, ist abgelenkt, da muss man abbremsen, weil man schon zu nah dran ist und so weiter. Das ist noch so ein bisschen verbesserungswürdig, aber im Grunde genommen glaube ich, dass diese Splines eine gute Sache sind. Ne? Auch, dass wir da so hingeleitet werden, das ist schon gut. Ob das jetzt optisch so aussehen muss, wie so ein, ja, sag ich mal, C64er-Tunnel, das weiß ich nicht, aber das ist auch Geschmackssache. Ne? Das Ganze werden wir übrigens mit der 3.10 testen können. Ne? So wurde uns das hier erzählt, dass das mit der 3.10 reinkommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Weiter ging es dann mit dem allseits beliebten, heiß begehrten Sprint Report. Viele Informationen in wenig Zeit. Als erstes ging es los mit einem generellen ersten Layout für die neuen Anordnung von Gegenständen im Inventory Management System. Hier in einer sehr frühen Phase. Ich gehe mal davon aus, auf der linken Seite, das ist so ein bisschen unsere Kiste, ja, und dann rechts ist zum Beispiel die etwas größere Kiste oder diese größere Box ist dann der Rucksack, das kleinere ist dann der Gürtel. Ja, so können wir dann diese verschiedenen Gegenstände da reinstapeln. Ich bin mal gespannt, wie es dann letztendlich umgesetzt wird. Auf jeden Fall braucht jede Größe natürlich auch seinen entsprechenden Platz. Designed only to prove out a concept or technology, but it's an exciting next step in the further iteration of inventory management for players in the Persistent universe. We've previously highlighted work by the VFX team on their efforts to create a new gold standard for atmospheric re-entry, and we've got another update for you. Work continues using signed distance fields to create effects that systemically use the speed. Dann sehen wir nochmal anhand der Aegis Gladius die Überarbeitung am Eintritt in die Atmosphäre, was hier schon mal ziemlich gut aussieht. Die Jungs machen Fortschritte und passt auf, jetzt kommt's. Wir werden wir nicht in Zukunft sehen von außerhalb, also wenn wir auf dem Planeten oder Mond stehen mit einer Atmosphäre, wie einer durch die Atmosphäre bricht. Und das ist ja wohl mega geil. Das finde ich richtig cool. Ob das nur für Raumschiffe gilt oder vielleicht auch später für Asteroiden oder so, müssen wir einfach mal abwarten. Aber richtig cool. Das EFX-Team arbeitet zurzeit an einem Feuersystem, was in Zukunft bei Schäden an unseren Schiffen ausbrechen und sich ausbreiten kann. Ne, auch spannend, hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass es sowas noch gibt, aber dann müssen wir uns wahrscheinlich irgendwie einen Feuerlöscher schnappen und das Ganze dann löschen. Das Ganze befindet sich auch noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und wann das kommt, keine Ahnung. This isn't precisely the way we intend any final implementation to work. But it's functional enough for this initial prototype, which isn't actually designed to demonstrate or test the quality of fire, but instead to determine how any potential propagation of flame might work. And for those of you curious about how fire might look or move with the gravity turned off, so are we. That's next, along with proper entity-based fire, networking tests, and improved propagation all around. Als nächstes gibt es dann einen kleinen Ausblick auf die in der 3.10 kommenden neuen Shops in New Babbage, wo wir später besondere Dinge erwerben können, wie zum Beispiel die nächste Generation des Mobiglas, ne, was wir dann auch selbstständig modifizieren können werden. Ja, das wird auf jeden Fall auch noch eine richtig coole Sache. Eventually, players will find retail shopping opportunities for consumer and microtech products, like custom Mobiglas, a job board, and maybe even a service representative or two with missions of their own to fulfill. We also have a look at the inside of the current part white box, part gray box progress of the upcoming cargo decks, currently scheduled to come online later this year. As we mentioned in last week's player trading app segment, future iterations will tie into gameplay here. Dann gibt es einen Rundgang durch unsere zukünftigen Cargo-Decks, die ja bereits mit der 3.11 ins Spiel kommen werden und eine Menge neues Gameplay mitbringen sollen. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Hierbei wird übrigens auch die neue Trading-App in unserem Mobiglas aus der letzten Folge Inside Star Citizen eine tragende Rolle spielen, was wiederum auch mit diesem neuen Mobiglas zusammenhängt. Ne? So passt alles zusammen. Das ist auf jeden Fall was, wo ich mich persönlich sehr drauf freue und bin echt mal gespannt, wie dieses Gameplay
Gameplay dann in diesen Cargo-Decks funktioniert. Mal abwarten. Zum Schluss sehen wir noch ein paar kurze Sequenzen vom neuen Ocean Shader, der ebenfalls mit der 3.10 reinkommen soll und ja auch schon fertig ist. Das Wasser soll übrigens, wird uns hier noch zum Schluss erzählt, sogar aufs Wetter reagieren. Ja, das heißt, wenn es richtig stürmt, dann ist das Wasser auch aufbrausend. Hier in dem Fall ist es einfach ein schöner Tag auf Hurston. Und das war es auch schon wieder mit dem Inside Star Citizen dieser Woche und wir machen weiter mit dem Star Citizen Live. Overhead, becoming more turbulent or less tempestuous with the wind stream. Hi everybody. Welcome to another episode of Star Citizen Live Game Dev. Die dieswöchige Episode Star Citizen Live trug den Titel Intergalactic Noodle Delivery, übersetzt intergalaktischer Nudellieferant. Zu Gast ist Konzeptartistin Sarah McCulloch, glaube ich, so wird das ausgesprochen. Und zu Beginn sehen wir erstmal einen April-Scherz aus dem Jahre 2016, in dem uns eine Reliant Core mit Big Benny Noodles Werbedruck präsentiert wurde. Hier gab es ein Video zu, das ich euch unbedingt zeigen muss. Ich kannte das selber auch noch nicht. A little video and stuff like that, but yeah. Ich finde es so super, allein der Typ, ey, wie der abgeht. Ey. So will ich übrigens in New Babbage tanzen. So nie anders. Ne? Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, Einleitung und Abholung aus der letzten Sendung mit Sarah ging es auch direkt los. In den nächsten 75 Minuten sehen wir dann die gute Dame, wie sie aus Raumschiffteilen, ich glaube sogar aus dem Sortiment von Crusader Industries, wenn ich es richtig verstanden habe, einen intergalaktischen Nudellieferanten baut. Ne? Ja, für mich als grafisch affinen Menschen war es natürlich sehr spannend, muss ich sagen. Für wen das auch was ist, muss unbedingt noch reingucken. Ne? Wer jetzt sich nicht für solche Sachen interessiert, Photoshop und so ein bisschen Concept Artist, das wäre dann wahrscheinlich zu langweilig. Aber wer sich dafür interessiert, ne, Gas geben. And then just. And it has to be able to rotate 360 degrees like a. So, Freunde, kommen wir zum Update der Roadmap vom 5. Juni 2020. Und es hat sich wieder eine Menge getan. Ja, es ist ein paar. Ich will legen einfach los. Ne, ist wirklich eine Menge Holz diese Woche. Also war viel. Und dabei ist noch nicht mal mehr Invictus Launch Week. Ne? Trotzdem hauen die so viel raus. Frechheit. So, wir gehen auf jeden Fall gleich mit der 3.10 los. Die 3.9, die lassen wir jetzt mal zu. Da ist eigentlich alles raus. Ne? Übrigens, kommen wir gleich zu. Na, wir gehen erstmal hier zu unserem guten Eddie Paar, dem Mission Giver. Der ist aber weiterhin bei 39 von 50. Da hat sich nichts ergeben. Dann gehen wir zu den Locations. Auch hier hat sich bei den New Babbage Shop Editions nichts ergeben. Und beim Grim Hex Improvements, da ist ein Punkt dazugekommen. Er war letzte Woche bei 54, jetzt ist auf 55. Uiuiui. So, aber jetzt geht's gleich los. Hier haben wir zum Beispiel, die beiden Punkte sind ja schon poliert. Und hier ist jetzt der NPC Improvements Bartender wieder zurückgekommen. Ja, der war, glaube ich mal, in der 3.8, wenn ich mich recht erinnere, ist dann irgendwann rausgeschmissen worden und ist jetzt oder feiert jetzt hier die Rückkehr in der 3.10. Das ist der Kerl, der letztendlich uns die Drinks mischt und wer weiß, vielleicht können wir dann ab der 3.10 den ein oder anderen Cocktail in New Babbage schlürfen. Ne, obwohl, nee, das ist ja Eddie Paar. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ne? Der wird dann schön mixen und ja, geile Sache. Ist wieder da. So, dann haben wir beim Gameplay auch eine Menge dazu bekommen. Ihr seht schon, die 3.10, die füllt sich langsam und es ist auch richtig cooles Zeug. Das hier zum Beispiel Law System V2 Impoundment Improvements sagt eigentlich so viel, dass wir ab der 3.10 leichte Strafen bekommen, wenn wir ein Pad blockieren. Härtere Strafen, wenn wir ein Schiff vom Pad rammen, ja, was richtig cool ist. Ich glaube, diesen Punkt, den freut sehr viele von uns. Und wir, wenn wir
ohne Erlaubnis über Landeflächen verweilen, zum Beispiel, ja, dann kommt ein Countdown und wenn der runtergezählt ist, dann gibt es eine Strafe oder je nachdem, wo wir sind, wird das Schiff dann eingelagert. No, und das ist auf jeden Fall eine super, super wichtige Sache, um mal so ein bisschen Ordnung in die Landezone zu bringen. Ne, ist ja wirklich manchmal schlimm, ne? Das ist auf jeden Fall cool. So, dann haben wir die Electron Damage dazu bekommen. Wir bekommen ja auch in der 3.10 die neuen Elektrowaffen. Und da muss natürlich auch die ganze Schaden, die Umgebung darum und die Elektrowaffen, das muss natürlich alles funktionieren. Ne? Dass man halt getroffen wird und wenn man nochmal getroffen wird, dann leitet der Blitz weiter und all diese ganze, das ist halt praktisch dieser Punkt, kommt jetzt mit rein. Und dann haben wir noch Turrets und Gunnery Improvements. Und das ist auch richtig cool. Das ist praktisch die Türme werden neue Steuerelemente bekommen und funktionierende Benutzeroberflächen werden hinzugefügt. Die festen Waffen auf Schiffen und Türmen erhalten mehr Computerunterstützung, was sie insbesondere für Multicrew enorm verbessert. Ne? Das ist ja jetzt teilweise derjenige, der in den Turm muss, hat eigentlich eher den kürzesten Streichholz gezogen, kann man fast sagen. Das macht echt keinen Spaß. So, und dazu kommt halt noch, dass eine enorme Verbesserung der PIP-Berechnung und Stabilität durch Treffen von Zielen und Zielmodis gewährleistet wird. Und das ist halt genau das, was halt gerade fehlt. Da bin ich echt mal gespannt, ist auch ein richtig cooler Punkt, ne, der dazu gekommen ist. So, weiter geht's mit Thruster Efficiency Curves and Aerodynamics. Das Verhalten von Schiffen in Atmosphären, das ist übrigens poliert. Ne, ich kann mir vorstellen, das ist das, was wir auch im Inside Star Citizen gesehen haben, mit diesem Eintritt in die Atmosphäre und das dann da hinten der Schweif zu sehen ist und so. Ich denke mal, das gehört alles dazu. Sieht auf jeden Fall geil aus und richtig cooler Punkt. So, dann haben wir die Elevator Panel Updates. Die sind weiterhin bei 1 von 6. Da hat sich nichts getan. Auch die New Target Methodology sind 14 von 17. Auch nichts. Body Dragging, da hat sich auch nichts getan. Bis auf, dass wir jetzt da hat sich nichts getan. Das ist genau das gleiche wie vorher. Dafür hier Highspeed Combat. Poliert. Fertig. Fertig gemacht. Ne? Richtig geil. So, Ship HUD Rework ist auch ein bisschen entwickelt worden. Was heißt ein bisschen? Eigentlich relativ viel. Wir hatten in der letzten Woche noch 6 von 11. Und jetzt haben wir hier 32 von 40. Ne? Das ist wahrscheinlich vielleicht nächste Woche sogar auch fertig. So, und dann haben wir noch die Restricted Area Rework. Das ist ja auch, haben wir auch im Inside Star Citizen gesehen, mit dieser ganzen Leitkurve und auch fertig poliert. Alles tippitoppi. Ne? Und das ist doch schon mal geil. Finde ich gut. Ne? So, weiter geht's mit Ships und Vehicles. Hier gibt's einen kleinen Wermutstropfen. Eigentlich sollten wir ja die Kruger Intergalactic P-72 Archimedes Emerald schon in der 3.9.1 bekommen. Die ist jetzt allerdings in die 3.10 gerutscht. Dafür ist sie aber fertig. Ne? Und nicht nur die, sondern auch die Origin M50 Improvements ebenfalls fertig. Die warten jetzt wirklich, bis der Release kommt. Und ganz ehrlich, dauert ja nicht mehr lange. Ne, ist ja jetzt wirklich noch ein paar Wochen. Dann geht das Ding für die Evocati online, dann kommt die erste Welle und zack! Ne, ist das Teil draußen. Ne, ich glaube, das dauert nicht mehr lange. So, Waffen und Items. Hier hat sich ein bisschen was getan. Und zwar haben wir erstmal die welche haben wir denn hier? Die Lightning Bolt Company Edscaf Electronic Sniper Rifle. Die ist jetzt bei 20 von 25, war letzte Woche noch bei 17 von 26, hat sich ein bisschen entwickelt. Die steht gerade seit ein paar Wochen, keine Ahnung, da hatte gerade keine Lust zu. Ne? Hätte ich auch nicht, wenn ich an denen machen könnte, ne? Logisch. So, dann haben wir noch die Handfeuerknifte, ne? von der elektronischen Variante. Die steht jetzt bei 19 von 26, war letzte Woche noch bei 17 von 27. Ja, wird auch langsam, leert sich auch langsam der Zielgerade. Und die Klaus und Werner Sledge Mass Driver Revision ist auch jetzt bei 23 von 30 statt von 22 von 30. Hat einen Punkt nach vorne gemacht. So, dann haben wir noch die Core-Tech. Da ist ja die Ocean Shaders, haben wir ja auch im Inside Star Citizen gesehen, sind ja auch schon ewig poliert. Und die High-Map-Improvements sind jetzt bei 13 von 17. Ne, haben seit letzter Woche 7 Punkte dazu bekommen. Ne, 8. Ne, 8 Punkte dazu bekommen. Und das ist doch schon mal eine gute Entwicklung, finde ich, für die 3.10. Ne, finde ich gut. Das wird alles, Leute. Ich habe ein gutes Gefühl. Kommen wir zu 3.11. Locations. Hier haben wir die Space Station Refinery Decks, besser gesagt. Hat sich aber nichts entwickelt und auch bei der Space Station Cargo Gigs auch keinerlei Entwicklung zu verzeichnen. Dann kommen wir zur künstlichen Intelligenz. Hier stehen beide Punkte weiterhin auf Planung, Gameplay.
Da ist jetzt das Improvement Throw bei 15 von 40. Muss man ganz kurz gucken. Das war letzte Woche noch bei 13 von 37. Also ein bisschen Entwicklung ist da reingegangen. Der Rest steht weiterhin auf Planung. Und hier unten gibt es eine kleine Änderung. Hier haben wir jetzt das Law System V2 Surrender. Das Aufgeben also wenn wir verhaftet werden, dass wir sagen können, halt, Hände hoch, ich gebe auf, ich will nicht erschossen werden, bringt mich in den Knast oder macht sonst was mit mir, aber bitte erschießt mich nicht. Das ist auf jeden Fall jetzt von der 3.10 in die 3.9 gewandert. Der Grund ist einfach, dass die Entwickler halt andere Prioritäten haben. Das ist leider manchmal so. Genau, dann kommen wir zu Ships and Vehicles und hier, das wird auch einige freuen, die Origin 100er Serie ist jetzt hier gelandet. Das ist praktisch eine Serie, die noch unter der 300er Serie liegt, das ist praktisch so ein, ja, ein wirklich sehr kleines Schiff, da gibt es verschiedene Varianten von, ich glaube, das ist so die normale, ja, normale Standard-Cargo, so ein bisschen Alleskönner-Variante. Das ist, glaube ich, die Kampfvariante. Und wenn ich mich nicht recht erinnere, ist das, glaube ich, so diese Komfort-Variante. Aber so richtig weiß ich es nicht. C, was ist, ja, nee, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall neues Design, neue Schiffe, das, da warten, glaube ich, einige rüber. Gerade die Origin-Fans freuen sich da, glaube ich, richtig drauf. So, und dann haben wir noch die Mercury Star Runner, liegt aber weiterhin bei 9 von 99 Tasks. Aber ich glaube da trotzdem weiter dran, das Ding wird kommen. Na, lassen wir erstmal die 3.10 fertig machen. Jetzt haben die Jungs ja Zeit, wo sie da die Schiffe gemacht haben. Jetzt können sie hier machen. Ne? So, dann haben wir Weapon and Items. Da ist das Multitool, da hat sich weiter nichts getan bei dem Attachment. Und auch beim Behring GP33 Granat Launcher sind wir weiterhin bei 17 von 31 Tasks. Und auch hier unten bei den Cortex sind wir bei 1 von 3 Tasks, ne? Server-to-Client-Actor-Rework-Network-Rework. So, ja, Freunde, was soll ich sagen? Ne? Das war eine Menge Holz, was Cloud Imperium Games uns hier diese letzten Tage präsentiert hat. Muss ich echt sagen. Ne? Aber ich muss auch sagen, vom Gefühl her fühlt sich das alles richtig gut an. Ne? Was wir im Inside Star Citizen gesehen haben, auch was wir in diesem Monthly Report gehört haben, dann kommt Theater of War bald. Das Roadmap hat sich echt sehr positiv entwickelt, finde ich. Ja, natürlich wird es wieder Leute geben, die das Gegenteil sehen. Klar, gibt's ja immer. Ne? Aber ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Monate und auf die weitere Entwicklung. Und Freunde, das war's von meiner Seite aus. Ne? Ich werde natürlich weiterhin die Augen und Ohren aufhalten und euch Sachen berichten, sobald irgendwas da ist. Und wünsche euch bis dahin ein wunderschönes Wochenende. Bleibt weiterhin gesund und munter. Tschüss.